So, Freunde, anscheinend kann man ab dieser neuen Eventwoche Fahrzeuge, die man im Schrotthandel sich einmal wegsneakt, und zwar solche wie diese hier, behalten. Aber leider nicht jede x-beliebiges Fahrzeug, sondern ausgezeichnete Fahrzeuge. Aber das Schöne ist, das kann man sehr, sehr eindeutig hier vorne sehen. Und zwar ist dann da ein wunderschönes rotes, in diesem Fall, Symbol, was uns am Ende zeigt und auch ermöglicht, das Fahrzeug zu behalten. Und ich würde sagen, das versuchen wir mal heute. Die ganze Mission und so werde ich jetzt für euch nicht zeigen, sondern vielleicht nur das Finale. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende wieder. So, wir haben den Raub abgeschlossen. Das wundervolle Fahrzeug ist hier, aber man kann schon sehen, es ist nicht so krass getunt wie die anderen hier. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das geht. Also drücke Steuerkreuz rechts, um den Comet Esso Cabrio anzusehen. Und hier sehen wir das jetzt. Verkaufen, mehrere verkaufen, ausschlachten und beanspruchen. Holy moly. Beanspruche den Comet S2 Cabrio für eine Gebühr von $20.000 als persönliches Fahrzeug. What the hell? $20.000 ist nix. Wenn ihr noch, glaube ich, eine Dokumentenfälscherei besitzt, dann könnt ihr das für 10.000 machen. Aber ich meine, man spart 10.000. Okay, wir drücken mal auf beanspruchen. Möchtest du den Comet S2 für eine Gebühr von 20.000 als persönliches Fahrzeug beanspruchen? Yes. Und jetzt müssen wir eine Garage auswählen. Also wir packen ihn dann erstmal in die Agentur. Okay, und dann ist er weg. 20.000 abgezogen und er wurde einfach als persönliches Fahrzeug hinzugefügt. Da haben wir den Cabrio. Der gehört uns. Wirklich sehr, sehr geil. Ich werde mal gucken, was für Tuning-Optionen drauf sind und eine Sache euch zeigen. Genau, Nummernschilder. Und zwar, ihr könnt sehen, wir haben hier das Las Venturas Nummernschild. Wenn ihr das verändert, habe ich jetzt so mitbekommen, könnt ihr das nicht wiederbekommen. Deswegen muss das bleiben, wenn ihr das behalten wollt. Was auf jeden Fall erstmal sehr geil ist. Ihr könnt aber die Schrift darauf ändern. Packt mal unser sporadisches Der Edel drauf. Und genau. Also das ist halt so die Sache. Ihr dürft das Custom-Nummernschild nicht verändern. Nur so könnt ihr das behalten. So, genau, Leute. Und das ist halt die Art und Weise, wie wir die neuen Fahrzeuge behalten können. Hier könnt ihr schon sehen, auch Paul hat den neuen Comet S2. Hier hat auch seinen Namen verändert. Aber sehr, sehr geil auf jeden Fall, dass wir endlich die Möglichkeit haben. Leider nicht für jedes Fahrzeug, aber das ist auf jeden Fall schon etwas. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao.